Hallo Ines. Hallo Marc. Ich brauche deine Hilfe. Ja. Heute, und zwar geht es um Cancel Culture. Also, dass Dinge, die irgendwie nicht mehr cool sind, also Menschen in erster Linie, dass sie gecancelt werden. Was viele vielleicht gar nicht wissen, bei Marvel war das so. Ich habe hier alte Marvel-Hefte, die ich ihr verschenken werde. Sehr wertvolle aus meiner Jugend. Für mich wertvoll. 2,50 D, na gut. Zum Beispiel beim Durchgucken der Hefte habe ich gesehen, da ist schon die Thor ist schon eine Frau. Das ist gar keine neue Erfindung, dass Thor, der Donnergott, dass das eine Donnergöttin wird, das ist schon in alten Heften drin. Also bei Marvel war Loki ist ja auch genderfluid. Das ist aber jetzt neu. Soll angeblich auch in den alten Comics sein. Ein Zitat von, nicht von Thor, sondern von seinem Vater. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Er ist der Vater von Loki. Zeus wahrscheinlich. Ja, genau, ja. Zeus. Zeus sagt, adressiert Loki als mein Sohn und meine Tochter, also gleichzeitig, erst Sohn und Tochter gleichzeitig. So, also das heißt, Marvel hat das Problem nicht so, oder eigentlich überhaupt nicht, außer dass die Frauen dann häufig halt enge Klamotten tragen, aber die Männer auch. Ja, die also, haben ja auch ihre Unterhose drüber über der Hose. Genau, also who cares. aber das Problem ist aufgetreten, das ist mir aufgefallen, interessanterweise, als ich das sehr gute, wirklich exzellente Comic-Jahrbuch bekomme. Das ist das Alternativ-Cover. Auf dem anderen Cover ist Robert Crumb drauf. Und Robert Crumb, den wirst du nicht mehr kennen, deswegen wollte ich dir das mal zeigen. Das ist ein Zeichner, der war, oder? Kennst du den? Oder? Nein. Also das ist einer der berühmtesten Comic-Zeichner, die es gab. Hier siehst du so... Ich bin aber, was Comic-Zeichner angeht, auch überhaupt nicht bewandert. Hier sieht man zum Beispiel... Null. Hier sieht man Betty Page. Und hier ist ein Selbstporträt, also das ist Betty Page, eine bekannte Fetischdarstellerin von früher, sehr, sehr bekannt. Das ist Robert Crumb hier mit der Brille, wie er da so sitzt. Und der steht auf stämmige Beine bei Frauen und hat Fritz the Cat gemacht. Hier kann man das nochmal sehen, in so einer alten Darstellung. Da ist also eine Frau dunkelhäutig mit einem dicken Hintern und seine Nase, also sein alter Ego ist dann halt so ein Penis, ne? Da steht er irgendwie drauf. Und er hat aber auch ganz, ganz viele lustige gesellschaftskritische Sachen gemacht. Und hier ist ein sehr, sehr schönes Interview drin. Also wenn ihr euch dafür mal interessiert, falls ihr das noch kriegen könnt, das Comic-Jahrbuch 2020. Dann gab es in Köln im Museum Ludwig, das ist also ein sehr bekanntes Kunstmuseum, auch relativ gut bestückt, muss man wirklich sagen, also mit Picasso, Peng, Dali, ist alles da drin. Da gab es eine Ausstellung, wo er selber gesagt hat, yeah, but is it art? Also ist das wirklich Kunst? Und da sind jetzt auch ganz viele so kleinere Zeichnungen und sowas drin. Also das spielt jetzt gar keine Rolle, da will ich jetzt gar nicht so drauf hinaus. Und die Männer stehen eigentlich sehr häufig als total Idioten da. Und gleichzeitig sieht man aber sowas hier, was man heute überhaupt nicht mehr zeigen könnte. Da ist so ein Geschäftsmann, der mit so einer dunkelhäutigen, total kolonialistisch überzeichneten Frau im Arm da lang spaziert. Und was ich dich jetzt fragen wollte ist, was macht man jetzt? Also du bist ja immer so vernünftig und weise. Heutzutage werden alle Leute gecancelt. Also zum Beispiel gestern hat ein Fahrradtrainer hinterhergerufen seinem Team, jagt die Kameltreiber oder sowas. Dann ist er direkt wahrscheinlich, vielleicht für immer, von den Olympischen Spielen ausgeschlossen worden und so. Und wie gehen wir jetzt mit sowas um? Also wir haben jetzt hier einen alten, weißen Mann. Der ist jetzt alt, ist er jetzt auch, lebt in Frankreich mittlerweile, weil er Amerika nicht leiden kann, ist aber eigentlich Amerikaner. Kritisiert den amerikanischen Lebensweg, hat keineswegs nur sexualisierte Sachen gemacht, sondern auch hier, finde ich super, Modemaus heißt sie auf Deutsch, und ihr Kumpel, die also total oberflächlich sind, oder hier, das ist eigentlich auch eine sehr berühmte Sache, er ist schon wieder da, ich verrate euch nicht wer, das ist so eine Art Gott, der baut aber auch nur Scheiße. Was machen wir jetzt? Wie gehen wir jetzt damit um? Du bist jung, du bist eine Frau, du liest keine Comics. Was macht du man hast jetzt? Immer noch nicht gesagt, was da das Problem ist. Du hast jetzt sehr, sehr viel. Darf man den einladen? Darf man den zur Comic-Messe einladen? Und warum sollte man ihn nicht einladen? Das hast du ja jetzt immer noch nicht weil gesagt. Weil Leute gecancelt werden. Also es ist gerade Miller. Die Leute werden gecancelt. Also solche Menschen wie er dürfen nicht mehr auf Comic-Messen, dürfen nicht mehr zu irgendwelchen... Musst du jetzt nochmal erklären. Weil dunkelhäutige Frauen hier in dem Fall so überzeichnet, kolonialistisch, albern, abwertend oder wie man das alles nennen möchte, dargestellt werden und weil Frauen irgendwie verrückte Sexsachen machen. Also ich glaube, die verrückten Sexsachen sind, denke ich, kein Problem, dass Frauen so dargestellt werden. Weiß ich nicht so genau, ob das ein Problem sein könnte, weil er die Männer ja auch so schlimm darstellt. Und aber dieses
Ich würde es nicht sagen, rassistische. Doch, das ist rassistisch. Das ist aus heutiger Sicht rassistisch. Ja, ja, aber rassistisch, weil es gibt ja keine Rassen. Ich mag den Begriff Rassismus in dem Fall ehrlich gesagt nicht. Das ist das eher das Problem für mich. Das ist kulturelle Abwertung, nennen wir es ja, so. Ja, ja, ja. Weil das ist ja einfach nur eine andere Kultur, das ist keine andere Rasse. Und deswegen ist es ja eine Abwertung der Kultur. Genau. Und die, das wird ja heutzutage sehr negativ gesehen. Man muss es aber trotzdem im Zusammenhang mit dem zeitlichen damals sehen. Also ich wäre nicht dafür, dass man jemanden cancelt, der damals solche Comics gemacht hat, wenn er heutzutage zum Beispiel sagt, ja okay, ich habe es verstanden, das macht man heutzutage nicht mehr, weil das als abwertend gegenüber der Kultur gesehen wird. Ja, sind da rausgewachsen. Genauso mit den, ich meine, die Fernsehserien von früher, die kann man sich ja auch nicht, also wenn man so von die Fernsehserien aus den 50ern, oder einfach nur Werbung aus den 50ern, die kann man sich ja nicht angucken, weil wie die Frauen dort dargestellt werden, das ist ja, da müssten wir ja alle Fernsehsender, alle Leute, die jemals damit gespielt haben, müssten wir ja alle canceln, weil die alle mal irgend so eine Werbung gemacht haben, wo die Frau am Herd steht und dann sagt, das Beste, was einer Frau passieren kann, ist ein schönes Essen für ihren Mann zu machen. Und einen reichen, reichen Typen. Das kann man heutzutage wirklich nicht mehr so bringen. Ja. Also, aber damals im Kontext war es halt so. Also da hat man das nicht als negativ empfunden. Und ich würde jetzt auch sagen, damals hat man diese Comics auch nicht als negativ empfunden, sondern als witzig. Das ist heute nicht mehr witzig. Wenn er die Witze heute halt noch macht, also genau so. Mhm. Dann müsste man was dagegen machen. Also, du würdest. Also da müsste man sagen, so, nee, das ist jetzt wirklich nicht mehr. Aber okay, also ich gebe mal ein Beispiel. Nee, weiß ich nicht, ob es schwierig ist. Das ist ja klar, was du gesagt hast. Der, also, zum Beispiel Miller, ein anderer sehr berühmter Comiczeichner, der in den 90ern das Batman-Comic-Genre neu erfunden hat, weiß ja, dass ich auch Batman gut finde. Der ist jetzt als Jüngster gecancelt worden. Also, der Crump, der will eh nirgendwo hingehen und keine Vorträge halten und geht nicht auf Comic-Messen. Aber der Miller, ja. Und der ist vor 2 Tagen bei einer englischen Comicmesse gecancelt worden, nachdem eine Frau gesagt hat, das hatte sie schon vor 2 Wochen geschrieben, ich finde das scheiße, dass der kommt. Der hat einen Comic gemacht, das ist nach 9/11 entstanden, als die beiden Hochhaustürme in New York zusammengestürzt sind, 2001. Und weil da Flugzeuge reingeflogen sind von terroristischen Attentätern. Und der hat gesagt, ich habe keine Ahnung vom Islam, das ist jetzt ein Originalzitat von Miller, dem Autor von dieser Batman-Serie. Aber ich hasse Al-Qaida und mehr muss ich auch gar nicht wissen. Und hat er so einen Revenge-Comic gemacht, wo Batman und sein Sidekick, also lauter Muslime, die dann alle halt stereotyp und terroristisch sind, tötet. Der ist also dabei geblieben und da würdest du sagen, okay, wenn er sich davon nicht entfernen kann oder also sich einordnen kann, dann ist ein anderes Meinst Ding. Du jetzt, der ist dabei geblieben bei dem, also damals noch kurz nach 9/11 oder? Nee, jetzt. Also der, das jetzt, ist ja, jetzt der, ja, der ist ja vorgestern gecancelt worden. Ja, also. Nee, das ist die Frage, ob er jetzt noch diese Comic, weil wenn er das Comic kurz nach 9/11 gemacht hat, wäre es wieder in dem zeitlichen Zusammenhang, dass damals so viele Witze über die Muslime gemacht wurden, das ist schon wieder so, okay, warum wird der dann gecancelt? Ja, Witze würde ich es jetzt nicht unbedingt nennen. Oder, ne? Doch, Witze. Ja, also ich glaube, es kennen viele die Skeletthandpuppe, den Selbstmordbomber. Okay, kenne ich nicht, aber okay. Der ist heutzutage noch unterwegs, der ist auch der Renner gewesen, so. Ist auch ein Witz. Und also es wurden so viele Witze über Selbstmordbomber gemacht, auch dass das immer Muslime sind, also immer mit dem Turban, mit dem Bart, also das ist, ich würde das dann wieder so einordnen, okay, damals zu 9/11 war das eine Art der Verarbeitung von Leuten, dass sie sich tatsächlich da mit Humor befasst haben. Denke ich mal, das hat eine Abspaltung, ein Teil, also jeder geht ja anders damit um, mit so einem Ereignis und ein Teil muss damit, muss vielleicht mit Humor umgehen, weil sie sonst das Ganze nicht verkraften können. Okay, also gut. Und also ich will nur sagen, es gab sehr, sehr viele, die diese Witze gemacht haben, wenn er dieses Comic dann rausgebracht hat, finde ich in dem zeitlichen Zusammenhang nicht so schlimm, weil es damals viel gab, also viel gegen, also irgendwelche Verarbeitungsreaktionen. Ja, auch halt so, man muss gegen die Muslime vorgehen und so weiter. Aber heutzutage ist ja auch wieder, also jetzt 2021 sagt man, das macht man nicht. Ja, aber war das nicht damals? Man sagt nicht, dass jeder der halt Muslim ist oder so aussieht, dass der direkt ein... Aber das war doch damals auch schon dumm. Also ich meine, das ist ja, das ist doch klar, dass die meisten Menschen, die irgendeiner Religion zugehören, nicht... Es war dumm, ja, genauso wie alles andere, was heutzutage unter die Cancel Culture fällt. Also
das war auch dumm, aber also ich bin der Meinung, dass man das aufarbeiten kann, sozusagen so jetzt im Nachhinein sagen, okay, das war nicht gut, dass wir den Witz damals gemacht haben, aber wir machen ihn heutzutage nicht mehr, wir sind da rausgewachsen. Also du gestehst... Das ist wie Kinder, die eine Entwicklung machen, sozusagen die einen Kinder fangen an, ihren Klassenkameraden an den Haaren zu ziehen. Irgendwann in ein paar Jahren merken sie, oh, das ist eigentlich gar nicht so nett. Das ist nicht nur lustig, das ist nicht lustig, nicht einfach lustig für mich, sondern das tut dem anderen weh. Mhm. Und das ist etwas, was halt die ganze Menschheit jetzt im Laufe der Jahre lernen muss. Dass man, wenn man etwas macht, dass man, also sowas, also so kulturelle Stereotypen aufarbeiten, wenn man sowas. Also sich drüber lustig machen, nicht aufarbeiten. Ja, oder was heißt lustig machen oder sonst wie ansprechen. Es muss ja nicht nur lustig machen sein. Ja, also sie überhaupt dass man, verwenden. Dass man dann auch Menschen damit wehtut und das will man ja nicht. Und das lernen viele jetzt erst in den letzten paar Jahren. Also ich finde, da sollte man ein bisschen Raum für Entwicklung lassen. Man sollte nicht davon ausgehen, dass Menschen immer so bleiben, wie sie sind, sondern sie entwickeln sich ja. Und wenn die sich jetzt entwickelt haben und das heute nicht mehr machen, dann sollte man die auch... dann sollte man denen diesen Entwicklungsstatus zustehen. Jetzt hat der Steffen von Panini, den du ja auch kennst und der, bei dem wir mit Comics und Bier waren und den ich auch noch schon viel länger kenne, hat ja gesagt, okay, wir verlegen dieses Muslime in, über einen Kamm scherende Comic, Batman-Comic von Miller, das veröffentlichen wir jetzt auf Deutsch, damit die Diskussion in Gang kommt. Also um diese Gespräche zu ermöglichen. Was sagst du denn dazu? Also darf ich etwas, was bereits eigentlich der Cancel Culture da anheimgefallen ist, darf ich das nochmal neu auflegen? Also nicht einfach nur aus dem Regal kramen und sagen, das ist vor 20 Jahren gewesen und den Künstler und Künstlerin um Stellungnahme bitten und dann mal sehen, was passiert, sondern ist das gut, dann nochmal das Material zu verwenden, um die Diskussion zu starten oder ich finde, nicht? Ich finde schon, gerade die Diskussion sollte gestartet werden, um dann daraus zu lernen. Also man muss ja als Mensch auch mehr lernen, was ist angebracht, was ist nicht angebracht. Oder gerade die Diskussion darüber, nehmen wir jetzt das die Diskussion über Muslime. Durch die Diskussion über Muslime lernt man ja dann, wie sie wirklich sind. Dann lernt man was über die Religion, über die Lebensweise und so weiter. Und dann lernt man nicht den Stereotypen, sondern wenn man sich dann damit beschäftigt, der Stereotyp ist falsch. Und dann setzt man sich damit auseinander und dann, ach so ist das eigentlich. Und dann, also es kann was Positives sein, wenn man sich erstmal mit dem Stereotyp auseinandersetzt. Und sonst bleibt man ja, also wenn man nicht weiß, dass das falsch ist, dann bleibt man ja generell in irgendwas. Aber ich könnte ja auch ohne mir dieses Abziehbild von einer Religion, von einer Kultur, von einer Region mit Menschen, die da leben, das könnte ich mir ja auch ohne dieses... alte Abziehbild, der könnte ich mich der Sache auch nennen. Also ich sage mal ein Beispiel, anstatt das jetzt mir nochmal anzugucken, könnte ich ja sagen, okay, das vergessen wir mal, da reden wir jetzt überhaupt nicht mehr drüber, das ist gecancelt. Stattdessen macht man einen indischen, nordafrikanischen, muslimischen, christlichen, skandinavischen oder sonst was Abend und gucken uns die schönen Sachen an und reden überhaupt nicht über die Abziehbild-Sachen. Wäre das nicht auch eine Möglichkeit? Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Also ich sehe nur, dass die gerade die Stereotypen sind einfach auch ein Punkt, worüber man ins Gespräch kommt. Nehmen wir jetzt mal ganz harmlose Sachen. Also keine Ahnung, es gibt ja auch über Deutsche so unglaublich viele Stereotypen, dass wir absolut keinen Humor haben. Also könnte sein und dass wir alle dick sind und Lederhosen tragen und literweise Bier saufen. Das sind ja wiederum Stereotypen, wo man sagt, okay, Bayern ist da so ein bisschen vertreten, aber dann fühlen sich so ganz, ganz viele dazu motiviert, Deutschland ist nicht nur das. Deutschland ist nicht nur Bier, Lederhosen, das. Deutschland ist auch, wir haben sogar Meer, wir haben sogar Strand. Wir hatten mal den Transrapid. Naja, ja, ich verstehe. Also gibt es unglaublich viele Videos darüber, wo dann Deutschland mal vorgestellt wird, so, wir sind nicht das, wie ihr euch vorstellt, wir sind nicht dieser Stereotyp, das sind wir, also diese ganze Vielfalt. Und ich habe noch einen anderen, nicht direkt damit zusammenhängenden Beitrag oder eine Idee. Es ist ja so, dass Künstler und Künstlerinnen auch viel machen. Also es ist ja, wir reden ja nicht davon von einer einzelnen Witzzeichnung, von einem einzelnen Abziehbildartigen Ding, sondern wenn er jetzt bei Crump, um nochmal nicht auf von Miller, dem Batman-Autor, sondern Robert Crump von Fritz the Cat und allem anderen zurückzugehen, dann der macht ja noch ganz viele andere Sachen, die man sich angucken kann.
Und die werden natürlich mitgecancelt. Ne? Also könnt ihr machen, geht mich nichts an. Ne? Aber es kann auch sein, dass ihr dadurch natürlich irgendwas verpasst, so einen geschichtlichen Rückblick. Es kommt wahrscheinlich wirklich darauf an, ich würde fast mal sagen, wie stabil ihr selber seid. Ne? Also ich zum Beispiel, ich habe jede Menge Literatur aus der Nazi-Zeit. Ich habe Mein Kampf von Hitler gelesen. Ich schaue mir irgendwelche Genozide an und lese mir die Aussagen, oder sofern sie auf Tonband oder Video sind, schaue sie mir an, von Folterern, die irgendwo auf der Welt, in Argentinien, in Bosnien oder sonst wo auf der Welt andere getötet haben. Ich habe mir die gesamten Aussagen der Ruanda-Genozid, Menschen, die sprechen wollten, durchgelesen, soweit sie übersetzt und veröffentlicht sind. Ich komme damit klar und kann das dann einordnen. Aber wenn ihr natürlich jetzt so seid, dass ihr sagt, okay, wenn einer einmal irgendwas grundsätzlich Falsches gemacht hat und ich komme damit nicht klar, weil ich dann immer nur daran denken muss, dann ist es natürlich vielleicht auch eine Frage eurer persönlichen, also eurer Persönlichkeit, ne? Ob ihr sozusagen von einzelnen Dingen alles überschatten lasst oder ob ihr euch für den möglicherweise interessanten Rest des Werkes und die zeitliche Einordnung interessiert. Wenn man die natürlich rauslässt, was ich auch verstehen kann, dann neigt man vielleicht eher zum Canceln, ne? Oder? Ich finde es, wie gesagt, immer noch schwierig, weil wir selber manchmal gar nicht merken. Also nehmen wir jetzt mal hier die ganz, ganz starken Stereotypen von zum Beispiel Afrikanern mit den Knochen in den Haaren. Ja, genau. Und dann merke ich aber auch immer wieder, dass wenn es um afrikanische Städte geht, wenn wir da das nehmen, dann denken trotzdem viele Leute an dieses typisch zentralafrikanische. Dann muss man in Safari-Kleidung und alles. Sowas, also kolonialistischer eigentlich, davon redet sie jetzt, ne? Als die Europäer noch da waren, die Belgier, die Franzosen, die Deutschen, die sind ja in Tropenkleidung rumgelaufen, ja, vor Ort, macht das dann, ja keiner. Ja, das schon, aber ich meinte, dass die Menschen dann da hingehen und dann Tropenkleidung eher angemessen ist. Aber dann jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt nach Kapstadt fährt in Afrika, das ist eigentlich nicht mehr zu unterscheiden von irgendeiner Großstadt in den USA. Also da kannst du genauso gut in, also New Orleans und Kapstadt kannst du nicht so wirklich auseinanderhalten. Ja, oder Leute, welche Städte auch immer. Die Leute, ja, ich meinte, ich kenne jetzt nur die Videos aus Kapstadt. Wenn du da siehst, das sieht aus wie eine ganz normale Großstadt. Die Leute laufen modisch rum. Du kannst es halt nicht mehr. Also ich sage jetzt nicht Berlin, weil in Berlin siehst du jetzt nicht so viele Dunkelhäutige wie jetzt in New Orleans. Ach so, ich habe gar nicht verstanden, wo. Ach so, jetzt habe ich es erst gerafft. Okay, ja. Aber die Stimmung selber ist halt dieselbe, sage ich mal so. Also du hast das ganz normale Großstadt-Feeling. Also, worauf willst du hinaus? Dass viele dieses, wie soll ich jetzt sagen, dass sich das noch nicht vorstellen können, dass wir auch Stereotypen unterliegen. Dass wenn wir an eine afrikanische Stadt denken, denken viele an irgendwelche, sag ich mal so, irgendwelche Hütten oder Leute, die halt, die arme Leute oder hungernde Kinder, weil wir das immer wieder im Fernsehen sehen. Das ist aber gar nicht so. Es gibt sehr, sehr schöne Städte. Aber worauf willst du hinaus in Bezug auf Cancel Culture? Dass wir nicht nur auf die anderen zeigen sollten und sagen, ach so, guck mal, der hat da irgendwas Stereotypisches gemacht, sondern dass wir auch selber mal hinterfragen sollten, was für Stereotypen haben wir eigentlich in uns selber drin, die gar nicht stimmen, sondern man muss sich auch mal selber offen mit anderen Kulturen und Ländern befassen, um mal rauszukriegen, was man sich da eigentlich falsch oder sonstigen Lebenskurs. Es kann ja auch schon die Schule um die Ecke sein, Witze über Waldorfschulen oder Witze über, ja, ne, wen auch immer ihr da gerade habt. Genau, also bevor man irgendwelche Urteile fällt, sollte man lieber mal erstmal mit den Leuten persönlich reden, um sich einen Eindruck zu verschaffen, anstatt nur vom Hörensagen. Also ja, wie du schon sagst, Waldorfschüler, wo die alle ihren Namen tanzen können. Machen die übrigens wirklich, in der Waldorfschule, die tanzen wirklich. Aber sonst nichts können und so. Und dann. Genau, oder verzärtelte Esoteriker sind oder so, genau. Ich verschenke einiges davon. Mal sehen, wo ich das mache. Über Facebook und Insta und so weiter klappt das leider nicht. Das haben wir schon mal ausprobiert. Ich verschenke jedenfalls allerlei Zeug, sowohl von Robert Crumb als auch von Will Eisner, der total clean ist. Also der wird niemals gecancelt werden, glaube ich, obwohl dem das auch noch passieren kann. Denn eine seiner Hauptfiguren ist nämlich auch ein dunkelhäutiger Junge mit dicken Lippen. Und der spricht auch so ein Akzent, der ist nachgeformt, ja, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat damals. Mal sehen, vielleicht trifft es den auch noch.
Also ich habe euch einen dicken Stapel Comics fertig gemacht. Ihr könnt mir gerne Vorschläge senden. Ich würde sie auch komplett irgendwo hinsenden. Wenn ihr irgendwie von der Schule seid oder Lehrer oder Lehrerin seid, kann ich euch auch vielleicht den ganzen Stapel schicken. Dann könnt ihr das hier drunter kommentieren, aber verlosen und so, das machen wir nicht. Wir sind neugierig. Uns, also mich interessiert es aus Comic-Sicht sehr, insbesondere weil es zum Beispiel auch Will Eisner treffen könnte, der überhaupt noch nicht diskutiert wird. Der ist jetzt auch schon tot, im Gegensatz zu Miller und Crumb. Aber nichtsdestotrotz, sein Werk könnte das noch treffen. Es gibt ja noch ganz andere Leute, der Zeichner und Autor von Tim und Struppi, den hat es ja eigentlich schon getroffen. Dann könnte ich euch noch jede Menge andere Beispiele sagen. Also selbst Karl Barks, der berühmte und vielgeschätzte Disney-Zeichner, der natürlich auch solche Witze durchaus einfließen lässt. Ich will jetzt gar nicht die Beispiele nennen. Also ich bin gespannt. Postet was hier drunter, schreibt was drunter. Wenn ihr, wie gesagt, von der Schule oder von der sozialen Einrichtung seid, kann ich euch die deutschen Ausgaben auch mal schenken, wenn ihr das möchtet. Könnt ihr mir eine Spendenquittung schreiben. Und wir zwei halten auch mal die Augen offen. Ne? Willst du noch was sagen? Ist ja noch ein Punkt. Nur, dass ich wichtig finde, über solche Stereotypen auf jeden Fall zu reden, auch weiterhin in Zukunft. Man muss nicht unbedingt diesen Hass dann direkt an die entsprechenden Personen, also über die entsprechenden Personen ergießen, je nachdem, in welchem zeitlichen Zusammenhang das ist, gekommen ist. Aber ich finde schon gut, dass die Diskussion in den letzten Jahren immer mehr aufkommt. Ja klar, natürlich ist das gut, auf jeden Fall. Also postet was hier drunter. Wenn ihr die Sachen haben wollt, habe ich schon gesagt, können wir das über Spendenquittung machen oder so. Ich habe einen dicken Stapel mit richtig interessantem Zeug. Könnt ihr dann auch austeilen an die Jugendlichen oder an die Kids oder auch an Erwachsene. Und dann könnt ihr darüber mal reden. Ich bin sehr gespannt und tschüss. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Oder warte, man könnte noch sagen, kennt ihr Stereotypen von Deutschen? Das postet ihr drunter Witze über Deutsche. Ja, sehr gut. Macht das. Tschüss.